Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns Tropica Pictures und heute gibt es mal wieder ein weiteres der Wind Resolve Tutorial und zwar reden wir heute über Scene Cut Detection. Und damit könnt ihr ganz einfach euren einzelnen Clip in alle einzelnen Szenen aufteilen lassen von der Wind Resolve, ohne dass ihr das manuell machen müsst. Das wird einfach automatisch gemacht und ich muss sagen, das ist einfach so ein hilfreiches Feature, das euch so viele Vorteile bringt und euren Workflow so viel schneller macht. Deshalb würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lange rum, sondern fangen direkt an. Let's go! Gut, ich bin jetzt hier in der Wind Resolve drin und habe mir von diesem Clip schon mal jede einzelne Szene erkennen lassen. Und das hat auch, soweit ich das hier gerade sehe, sehr gut funktioniert, außer wenn ich jetzt einen Text im Bild hatte und der eingeblendet wurde, hat halt DaVinci Resolve immer gemeint, dass das eine neue Szene ist. Da hätte ich vielleicht den Einstellungen noch ein bisschen anpassen sollen. Aber wir machen das Ganze jetzt einfach gleich mal selber. Dazu erstellen wir hier einen neuen Ordner, damit wir nicht die ganzen anderen Files sehen und wenn den zum Beispiel Film 1. Und jetzt klicken wir hier auf unsere Datei mit dem Namen Film 1, die im Ordner drin ist. Die darf nämlich nicht hier im Media Pool sein, die muss noch im Ordner sein. Da können wir hier einfach einen Rechtsklick drauf machen und Scene Cut Detection auswählen. Und dann können wir hier auf Auto Scene Detect klicken, dann werden automatisch die Szenen erkannt. Oder wir könnten manuell hier eine Szene hinzufügen zum Beispiel, oder ich lösche gleich wieder. Genau. Und dann würde ich sagen, klicken wir hier einfach direkt mal auf Auto Scene Detect und lassen DaVinci Resolve ganz automatisch die einzelnen Szenen in diesem Video erkennen. Also, ich meine, das dauert jetzt vielleicht ein, zwei Minuten, deshalb sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt sind wir auch schon fast mit der Analyse fertig. Wie wir hier sehen, hier unten wird hier gerade noch das letzte Stückchen aktualisiert. Und während er analysiert hat, wurden hier schon die einzelnen Szenen markiert und wenn der Strich ganz durchgezogen ist, der grüne hier, bedeutet das, dass sich DaVinci Resolve eigentlich hundertprozentig sicher ist, dass hier ein Cut ist. Was auch auf jeden Fall stimmt, wie wir hier sehen. Genau, und wenn wir jetzt hier diese Linie haben, die nicht so hoch ist, dann war sich DaVinci Resolve nicht sicher. Und ja, die Shots sehen sich vielleicht auch ein bisschen ähnlich, das gebe ich zu. Und wenn wir jetzt sagen würden, dass hier wäre kein Cut, in diesem Fall ist es natürlich einer. So, hier und hier. Da könnten wir jetzt den hier hochziehen und dann würde dieser grüne Strich ausgeblendet werden und der würde nicht mehr als Cut dazu zählen. In diesem Fall stimmt es aber so, aber das waren jetzt auch ziemlich eindeutige Shots. Bei meinem Trailer, den ich gehabt hatte, da war es schon schwieriger und da waren auch nicht so lange Sequenzen dabei. Genau, aber jetzt sind wir fertig. Wir könnten jetzt sagen, wir fügen hier noch eine Szene hinzu, wenn uns die nicht erkannt werden würde oder so, aber in dem Fall hat alles gepasst, dann fügen wir die einfach in den Media Pool hinzu und jetzt haben wir, wenn wir das Fenster hier schließen, hier unsere ganzen Szenen. Ich will jetzt zählen kurz, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falls ich mich nicht verzählt habe. Wenn wir dann nochmal hier in unseren Ordner gehen, haben wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, dann haben wir da auch unsere neuen Szenen, hat das genau richtig erkannt. Ja, und dann könnten wir die jetzt einzeln nochmal anders hintereinander ordnen. Hätte ich die natürlich nicht mehr in meinem Ordner hier gehabt. Aber wir sehen ja auch hier bei unseren Snow and Thorn Szenen, ja, hat super funktioniert. Einzelne Szene. Ja, meine Festplatte ist schon ziemlich voll, deshalb ist das Ganze nicht so schnell. Die Szene. Die Szene hier. Ja, muss man sagen, hat fantastisch funktioniert. Also dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Falls ihr noch Wünsche, Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es uns in die Kommentare. Beantworten wir auch so gut es geht und dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zu sagen als macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.